Please mind the gap between the train and the platform. Unglaublich aber wahr. Kultregisseur Franz Xaver Bogner lässt im Ausland komponieren. In der Weltstadt London leben zwei Musiker, die genau seinen Geschmack treffen. Nick McCarthy, Gitarrist der Indie-Rockband Franz Ferdinand und Sebastian Kellig. Mal einfach das Schlagzeug einspielen. Ich glaube, ja, ich weiß, mal ein, da kann ich mal. Ja, genau. Ja. Ja. Ich meine, als wir Bogner getroffen haben, es war halt einfach, wir haben uns extrem gut verstanden und irgendwie hat er das auch gemerkt und dann haben wir die ersten paar Sachen und das hat einfach funktioniert. Der vertraut uns einfach, glaube ich. Da ist der Maxi, der Held. Okay. Hast einen Klick, oder? Ja. Also wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie man sowas eigentlich macht. Also wir machen da eher halt so, wie es uns gerade einfällt. Wir haben ja einfach so angefangen und gedacht, ja, mei, das machen wir jetzt einfach so, wie es uns halt Spaß macht. Und das, genau das fanden sie jetzt auch lustig. Seit Herbst 2014 machen Nick und Sebastian die Musik für München 7. Sie komponieren und spielen praktisch alle Instrumente selber ein, schön. Eins nach dem anderen. Dann machen wir gleich mal einen Bass, oder? Welchen nimmern? Der ist halt heftig so unten. Ja. Der singt halt irgendwie so schön. Der singt. Der singt, gell? Nehmen wir den. Ja, ja. Nimm mal den leichten. Ja, machen wir das einfach. Den mal ein. Es gibt immer wieder neue Motive, es kommen immer neue Charaktere rein und dann müssen wir ein neues Thema natürlich schreiben. Für eine Folge haben die beiden etwa 2 Wochen Zeit. Spiel mal mit dem Bild ein bisschen mit, dass das irgendwie dann zu ihm passt, ja? Okay, schau mal. Weil hier haben sie irgendwo geschrieben, dass es dann langsamer werden soll. Wir sind natürlich in Bayern aufgewachsen mit den ganzen Serien, die wir auch angeschaut haben. Das ist doch das mit der, was ist mit dem, das ist doch die Tochter vom... Vom Kreidelbärder, von der Zoohandlung. Von der Zoohandlung, genau. Ja, genau. Also mit irgendwelchen Engländern kann ich das nicht machen, die verstehen das halt nicht. Bei der Musik geht es ja auch nicht nur um die Noten, es geht ja auch darum, wie man die Musik, wie man sich ausdrückt und wie man mit der Musik aufgewachsen ist. Und eins, Moment, jetzt. Ja, genau. Ich bin ja eigentlich in England geboren und war dann mein ganzes Leben in Deutschland und wollte dann einfach mal wieder zurück auf die Insel. In Glasgow hat Nick mit 3 Freunden Franz Ferdinand gegründet. And they keep on rocking since. Auch wenn Nick seit einigen Jahren in London lebt. Also hier gibt es schon auch so Charaktere wie bei München 7. Nur London. Halt London, was ist das? London 6, gell? Nee, London was? London 9. London 9. Das legendäre Londoner Arbeiterviertel Hackney lockt mittlerweile viele Künstler an. Nein, auf dem Bogner würde ich sagen, oder? Auf dem Bogner. Der ist echt ein klasse Typ. Prost. Prost, Franz. Der Herr Bogner, der mag immer gern so auch Flächenmusik, so für Spannungen und so. Und da schmeißt man die Keyboards an und dann drehen wir so ein bisschen rum, bis man eine schöne Fläche hat. Ja, das ist schon geil, oder? Reverb-out, oder? Ja, Reverb-out. Genau. Ja. Ja, das ist irgendwie cool, oder? Das ist irgendwie cool. Mach ich nochmal wie vorher. Spannung. Genau, Spannung und dann halt eine E-Gitarre drüber. Aber es ist ja nicht so, dass das alles so alter Sound ist. Also es ist einfach nur, die Instrumente sind alt, weil sie sich schöner anhören, die Gitarren und so. Aber ich meine, ich hoffe schon, dass wir einigermaßen modernen Sound machen. Ja, das geht. Ja, super, der Max ist super. Ja. Das heißt der Sausage Studios, gell? Der Wurst-Sound in London. Da kommt sie also her, die Filmmusik von München 7.